Ja. Vielleicht hat sich da ja was geändert. Wer bietet denn hier russische Zigaretten mit Knickfilter an? Ah, das ist eine sinnvolle Frage. Herr Riccio, der Museumswärter, hat bei sich drei kleine, verwaiste Igelbabys aufgenommen. Wer bietet denn hier Russ... Das kann ich dir nicht sagen, Gabi. Papirossi ist eine sehr seltene Marke. Ich glaube kaum, dass die bei uns erhältlich sind. Sowas raucht nur, wer viel in der Welt herumkommt. Ja, übers Internet im Notfall halt bestellen, ne? Seit die Köpfe wieder da sind, steht der Eröffnung ja eigentlich nichts mehr im Wege. Und uneigentlich, Ich traue dem Frieden nicht. Da stimmt doch was nicht. Ja, eben, das Spiel wäre dann ja jetzt schon vorbei und total sinnlos gewesen. Fragen wir doch mal wegen den Igeln. Herr Riccio, der Museumswärter, hat bei sich drei kleine, verwaiste Igelbabys aufgenommen. Die Igelmutter habe ich manchmal gesehen, wenn ich abends nach Hause ging. Hä? Ich war schon seit Jahren auf dem leeren Grundstück, aber das Getöse der Baustelle hat sie wohl vertrieben. Gut, dass sich jemand um die Kleinen kümmert. Ne, pass auf, Ah, ja. gleich kommt Karl an und sagt irgendwie so, wissen Sie denn, wo ich diese Zigarettenmarke herbekomme? Und er sagt dann, komm mal zur Hintertür. Kennen Sie Pablo Chilam? Herr Riccio, der Museumswärter, kauft er auch bei Ihnen? Sergio kauft seit 20 Jahren jede Woche seinen Jerry Wool Krimi bei mir. Wir halten immer mal ein kleines Schwätzchen. Seit er so schlecht hört, ist das allerdings sehr mühsam geworden. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Beantwortet die Frage nach den Zigaretten nicht. Du hast ja nicht nach den Zigaretten gefragt. Herr Riccio, der Museumswärter, kauft er auch bei Ihnen? Ja, gut, stimmt, es war einfach nur gefragt, ja. Kennen Sie Pablo Chilam? Das ist doch der Assistent von Frau Dr. Ackerström. Der hat sich mal Kaugummi bei mir gekauft. Jetzt liegt er im Hotel und kuriert seine Gehirnerschütterung aus. Wusstest du eigentlich, dass die alten Maya schon Kaugummi gekaut haben? Und das spanische Wort Chicle für Kaugummi stammt von den Maya. Jetzt müsste Klöße noch so sagen, ja, es ist so, der Typ arbeitet für Interpol. Am Eröffnungstag lässt mein Vater 10.000 Riegel Maya-Gold in der ganzen Stadt kostenlos verteilen. Das wird die Neugier auf die Ausstellung steigern und viele Menschen hineinlocken. Ja, vor allem 10.000 Riegel in einer Millionenstadt. Das heißt, wie viel Prozent der Bevölkerung versorgt er damit? Eins? Ja, gut. Ich meine, gut, von der geht ja wahrscheinlich trotzdem nicht jeder ins Museum. Ja, trotzdem, er versorgt theoretisch 1% der Bevölkerung damit. Das ist nicht... Also, keine Ahnung. Haben Sie schon gehört? Die Köpfe sind wieder da. Ja, Karl. Herr Riccio, der Wärter, kauft sich bei mir immer das neue Jerry Wool. Er hat mir erzählt, dass ihr den jungen Indio im großen Saal gefunden habt. Oh, das war schon die Antwort. Ja. Fielen Ihnen in letzter Zeit verdächtige Gestalten auf? Warum ist er so laut? Seit die Bauarbeiten abgeschlossen sind, ist es beim Museum eher ruhig geworden. Tut mir leid. Leider kann ich mit Finsterlingen nicht dienen. Ja, doof. Aber interessant, die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Tag. Und da können wir ja nicht hin und... Soll ich mir die Übersicht verloren, wo wir schon mit wem was gefragt haben? Hast du Pablo schon im Hotel besucht? Ja. Was würdest du sagen, wenn du Gipsspuren an den Köpfen finden würdest? Ah, neue Frage, glaube ich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die alten Maya haben manchmal Dinge mit Gips überzogen, um sie farbig anzumalen. Heute wird Gips benutzt, um ein Duplikat anzufertigen. Aber glücklicherweise sind die Köpfe ja wohlbehalten. Ja, das Original wohlgemerkt. Ja. Ein bisschen rätselhaft bleibt es aber trotzdem. Können wir ihn jetzt noch was fragen? Können Igel gut riechen? Haben Sie hier jemand in einer karierten Hose gesehen? Nee, nichts Sinnvolles. Können wir Sie jetzt vielleicht noch was Neues fragen? Tag. Oh, muss der einen immer begrüßen, ey. Hast du Pablo schon im Hotel besucht? Was würdest du sagen, wenn... Hast du Pablo schon im Hotel besucht? Der Arzt hat mir gesagt, dass er vor allem Ruhe braucht. Ja, das hatten wir. Er wird hoffentlich zur Eröffnung wieder auf den Beinen sein. Gut. Irgendein Plan? Oh, außer mit allen Leuten überall hinzugehen. Ja.
Mir gibt es auch keine neue Lieferung oder so. Wie geht es Johanns Bein? Haben Sie etwas Neues über unseren Fall gehört? Nee, auch nichts Neues. Wissen Sie, woher Riccio war? Wozu benutzt man in einem Museum Gips? Wissen Sie, woher Riccio war, als Chilam angegriffen wurde? Nee, bringt es auch nicht weiter. Okay. Ich würde die Lösungskarte ausspielen an dieser Stelle. Ich verstehe auch nicht, warum es hier keine Map-Musik gibt. Ich stelle Professor Vierstein den Tim den Titel des Buches. Was für ein Buch? Für den Buch, das er hat, meine ich. Ach so. Ich weiß gar nicht, glaub, kann sein, dass Tim noch gar nicht da war. Kennen Sie jemanden, der russische Knickfilter-Zigaretten raucht? Weiß aber nicht. Haben Sie von Direktor Thomsen etwas Neues erfahren? Kennen Sie jemanden... Du wirst lachen, als ich noch jung war, habe ich selbst mal solche geraucht. Aha. Das galt als schick. Interessant. Aber dann merkte ich, wie schlecht mir das Rauchen bekam und hörte damit auf. Ich rauche seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Würde ich jetzt auch behaupten. Das ist ein sehr altes Buch. Von einem Mönch, der mit den Spaniern zu den Maya kam. Er beschreibt seine Eindrücke, hat viele interessante Bauwerke gezeichnet und Geschichten notiert, die die Maya damals erzählten. Warum heißt es El Año 1541? Ja, warum wohl? 1541, das Jahr, in dem die Spanier das Reich der Maya eroberten. Das ist noch heute für jeden Indio ein sehr wichtiges Datum. Okay. Das hat uns jetzt aber nichts gebracht. Ja, nee, eben, das war wahrscheinlich nur auch wieder ein weiterer Hinweis wegen Passwort und so. Das war jetzt nicht so schwer herauszufinden. Ja, eben. Ja, dann bräuchte ich noch einen Tipp. Es gibt auch keine neuen Orte oder so. Ja, ich guck mal. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Meine Eltern haben mir den Namen Willi gegeben, nach meinem Großvater. Bei uns Sauerlichs wird sehr auf Tradition geachtet. Dem Kriminellen Willi? Es gehört die alte Schokoladenfabrik, die mein Vater leitet. Später soll ich sie mal übernehmen. Naja, mal sehen. Meine Eltern leben in einer schönen Villa, im teuersten Viertel unserer Stadt. Mir wurde es dort auf die Dauer zu langweilig. Jetzt wohne ich im Internat und teile mir mit Tim das Zimmer Adlernest. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt. Ja. Anscheinend sollst du Professor Vierstein öfter besuchen. Noch, ey. Ja, darauf kommen Kinder. Kennen Sie jemanden, der russische Knickfilter? Haben Sie von Direktor Thomsen etwas Neues erfahren? Mit allen oder nur mit Tim? Das steht generell. Thomsen rief an, um zu erzählen, dass die Köpfe wieder da sind. Oh, genau, so ein random Encounter. Aber außer, dass Pablo ein kariertes Hosenbein sah, dass wieder so ein russischer Stummel am Tatort lag, gibt es wohl keine Spuren. Ich gehe am besten zuerst mit Karl zu ihm. Steht hier noch. Jetzt bin ich aus Versehen immer auf die Bibliothek, weil die direkt daneben ist. Gibt es etwas Neues aus dem Museum? Allerdings. Wir haben weißes Pulver an den Köpfen gefunden. Und weil Tim es für Rauschgift hielt, ließ er es von Brodonski analysieren. Rate mal, was es war. Du, Karl, du hieltst es für Rauschgift. Keine Ahnung, Karl. Erzähl schon. Gips. Ganz normaler Gips. Was hat denn das bloß zu bedeuten? Gips wird benutzt, um Abdrücke zu machen. Nein. Wirklich? Also hat jemand Abdrücke der Köpfe gemacht, um davon Duplikate anzufertigen. Das heißt, dass die Köpfe in der Vitrine Fälschungen sind. Gut, dass ich den Kopf fotografiert habe, als ich ihn fand. Stimmt. Die Abzüge sollten jetzt das noch fertig sein. Das muss jetzt Karls Vater sagen. Ich dachte gerade so, musste er jetzt gerade deren Detektivarbeit übernehmen, oder wie? Ja. Jetzt habe ich leider nicht mitbekommen, wo er die Abzüge hat. Oder ob
Oh, wir haben immer noch Aspirin dabei für den Notfall. Ah. Kann ich das Foto mal mitnehmen? Wir wollen die neuen Köpfe genau unter die Lupe nehmen. Du hast das Foto gemacht. Du kannst frei darüber verfügen. Du hast die Bildrechte da dran. Ich bin sehr gespannt, ob ihr etwas Auffälliges entdeckt. Ja, wahrscheinlich sehen die anders aus, weil hat die anderen noch, wie heiß das war? Allerdings, auf dem Foto sehen wir ja beide völlig fertig aus. Hast du schon gehört? Die Köpfe sind wieder... Kennst du Pablo Chilam? Ja, dann ab ins Museum und mal vergleichen, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist Frau Ackerström jetzt auch weg. Tag. Ja, das Sache. Keiner da. Ja. Dann kann ich ja mal in aller Ruhe, ne? Jetzt mal das Foto daneben. Gut, dass ich alles fotografiert habe. Mal sehen, ob Unterschiede festzustellen sind. In diesen Gipsabdrücken hat unser Zeichner 10 kleine Fehler versteckt. Die haben mir anscheinend keine guten Gipsabdrücke gemacht. Ja, vor allem Abdrücke, das müsste doch eigentlich identisch werden. Ja, eben eigentlich. Die Inschrift fehlt. Die Gangster wollen nicht, dass wir wissen, was auf den Köpfen geschrieben steht. So, das ist in dem Absicht jetzt gemacht, heißt oder? Es entschlüsseln. Ja, okay. Ah, mehr nicht. Ja, da brauchen wir doch dieses Buch, oder? Ich dachte oder? Vielleicht das Ding, was du schon dabei hast. Ne? Weiß nicht. Man kennt das jetzt auch nicht so wirklich. Ja, eben, man kann es halt nicht wirklich gut erkennen, ist das Problem. Außerdem Quetzal, Bruder, Gift, Dunkelheit, Leben, Dolch, Kraft, Himmel. Vielleicht doch auf der Karte? Im Museum? Ich stelle mir gerade vor, du gehst so in sein Büro rein, so, oh, ich bin falsch, und drehst dich einfach wieder um und gehst. Ja. Das gerade, wo er mal nicht telefoniert. Nee, da können wir nichts machen. Was sagt sie hier? Hast du Pablo schon im Hotel besucht? Waren nicht Schriftzeichen auf den beiden Köpfen? Oh, wir können sie konfrontieren. Mir scheint, du siehst Gespenster, Karl. Die Massen sind wieder da. Eben, Karl. Es gibt keinen Fall für TK. Karl, du hast jetzt Hausverbot. Deine Freunde auch. Ich streite das also ab. Interessant. Also, ich würde sagen, Kim verprügelt die mal ordentlich und dann ist der Fall gelöst. Ja. Okay, ich wüsste jetzt halt... Ja, ich würde halt in die Bibliothek gehen und einfach mal wegen diesen... Ja, fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir... Frau Sommer, ich komme. Was? Warum sagt er das extra? Ja. Haben Sie ein Buch, mit dem wir einen Maya-Text übersetzen können? Ja, das große Wörterbuch der Maya-Sprache. Das haben sich in den letzten Tagen viele angesehen. Oh. Vor allem als was so. Ja, du sollst ja. Ne, natürlich sind das auch die Passen. Übersetzt dich natürlich eins zu eins zu einem Satz. Und wieder kann man erkennen, wie sich die Worte entwickelt haben. Zum Nein. Beispiel beim Mais. Man nennt solche Schriftzeichen Glyphen. Nein, vor allem sind ja auch als und Stein und Augen alle auf einer Seite und Feuer. Ja, ja. Ja, jetzt. Muss man gucken, was ist. Also ich würde sagen. Zwillinge ist. Oh, Zwillinge schon wieder. Dann ja, das zweite, das ist als. Als. Dann aber Augen. Augen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, ich sehe deine Maus nicht, ne? Nee. Ich glaube, das ist das, wo öffnen steht. Ja, ja, ja. Sieht zwar ein bisschen anders aus, aber das soll das sein. Ja, die sehen halt wirklich nicht. Und Sonne. Sonne. Ja. Zwillinge, als, Augen, öffnen, Sonne. Ja, ist noch korrekte Grammatik und so. Was soll das heißen? Zwillinge als Augen öffnen die Sonne. Die Zwillinge als Augen öffnen die Sonne. Ob mit den Zwillingen unsere Köpfe gemeint sind? Vor allem, da frage ich mich, hätte man theoretisch da nicht auch die. Hätte man da nicht theoretisch auch einfach die Gipsabdrücke, wenn man die richtig gut nachmacht, nehmen können? Also, die Zwillinge als Augen öffnen die Sonne. Ich habe ja die leise Vermutung, dass man die hier als Augen einsetzen soll. Ich weiß nicht, ob das passt. Haben wir denn jetzt noch unser. Ja. Ich würde ja Frau Dr. Ackerström. Die kennen den Code schon längst, aber die wissen nicht nach, welche Zwillinge sie suchen sollen. Und deswegen haben die so viele.
Ja, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor, würde ich mal sagen. Hast du ja, gerade schon im Hotel besucht? Waren nicht Schriftzeichen auf den Okay, der bringt nichts. Vielleicht zu ihm. Haben Sie eine Ahnung, warum die Köpfe zurückgebracht? Zu seinen Zwillingen. Haben Sie eine Ahnung, warum die Köpfe zurückgebracht? Genau, er und Frau Dr. Ackerström sind zweieiige Zwillinge. Können Sie Maya-Schrift lesen? Was für eine Frage. In meinem Studium habe ich das natürlich gelernt. Meine erste Veröffentlichung war zum Thema Sonnensymbolik in Schrift und Sprache der alten Maya. Na gut, dann würde ich nochmal die zweite Frage auch stellen wollen. Haben Sie eine Ahnung, warum die Köpfe zurückgebracht wurden? Nein, aber es interessiert mich auch nicht wirklich. Die Masken sind wieder da, das ist die Hauptsache. Ja, eben. Also, die Polizei werden wir jetzt auch nicht mehr einschalten, deswegen, ne? Ist ja alles zum Guten gewendet worden, ne?